Harry Grünberg, alter Kampfgefährte seit Jahrzehnten. Wir kannten uns im Club Voltaire Ende der 60er Jahre in Frankfurt schon. Und Harry, du hast ja den Ruf, ein in Fleisch und Blut gegossener Internationalist zu sein. Vielleicht sagst du ein bisschen was dazu, wie es kommen kann, dass man in Lateinamerika lange einen Teil seiner Jugend verlebt hat und in der israelischen Armee gedient hat als israelischer Soldat. Naja, neulich war ich bei einer Veranstaltung von Rotfuchs in Schwerin und bei der Vorstellung meinte der Moderator, ich hätte ein etwas abenteuerliches Leben und ich sagte ihm, ja, aber das war eigentlich nicht freiwillig, da bin ich reingefallen darin. Nein, mein Hintergrund ist der, ich bin im Camp für Displaced Persons, das ist ein Camp, man kämpft für Überlebende des Holocaustes in der Nähe von München geboren und mein Vater ergatterte mit Bestechung von brasilianischen Konsul ein Visum nach Brasilien, weil nach Amerika wollten sie uns nicht lassen, nach Israel wollte er nicht und dann sind wir in Brasilien gelandet und dort konnte er aber keine Einkünfte sich aufbauen, dann ist er in das El Dorado, das damalige Dorado beginnende Venezuela aufgrund des Erdölbooms weitergezogen. Dort bin ich aufgewachsen und wurde Mitglied der sozialistisch-zionistischen Jugendbewegung Hashomer Hatzair. Das war die Jugendbewegung von MAPAM. Nur zur Erinnerung, die MAPAM ist noch in den 50er Jahren mit Stalin-Bildern am 1. Mai durch Tel Aviv und durch Haifa gelaufen. Das waren ja so ein bisschen Verstoßene. Sie begehrten ja, Mitglied der Kommunistischen Internationale zu werden. Aber damals verwehrte das die Kommunistische Internationale wegen der kleinbürgerlich-nationalistischen Abweichung, einen jüdischen Staat bilden zu wollen. So, und insofern war meine Karriere vorbestimmt, heiß gemacht im Sozialistischen Jugendverband, war für mich natürlich die natürliche Bestimmung, in Israel den Sozialismus aufzubauen im Kibbutz und da landete ich dann. Aber ich war dann doch auch aufgrund meiner Erfahrung in der Armee rasch desillusioniert vom Zionismus und wurde dort Mitglied einer kommunistischen Organisation von Juden und Arabern, die nicht zionistisch ist. Und wie spricht dein Herz, wenn du jetzt die Bilder aus Israel, aus Tel Aviv siehst, wo du ja auch selber sozusagen die Gebäude persönlich erlebt hast? Also ich habe natürlich einen Sohn, der dort lebt man macht sich natürlich Sorgen darüber, aber ich sehe vor allem, dass diese Explosion, zu der es kam, und ich will hier nicht die Details insbesondere eingehen, die die Hamas an den Tag legte, aber diese Explosion musste kommen. Also der Gazastreifen ist ja wie Sarah Wagenknecht. Nur das, Harry, nur weißt, wie die Auguren unsere Sendung und andere ähnliche Sendungen beobachten, wenn du sagst, musste kommen, dann könnte das ein frohlockendes Musste sein. Es kann aber ja, ein Verzweifeln. Lassen wir noch mal ausführen. Ja, also über Jahrzehnte ist der Gazastreifen blockiert worden. Die Menschen leben wie in einem Freiluftgefängnis. Und es hat sich eine ganze Menge Frust angestaut. Mit der Zwei-Staaten-Regelung ging es nicht weiter die letzten Jahre. Und dieser Frust musste explosionsartig sich entladen. Ich legitimiere gar nicht die Aktion, die Hamas an den Tag legt. Das ist doch nicht der Punkt. Der Punkt ist aber, diese Aktion ist Teil eines seit 100 Jahren ungelösten Problems des Zusammenlebens auf der Grundlage des Selbstbestimmungsrechts sowohl der jüdischen Bevölkerung und der arabischen. Die Juden haben ihr Selbstbestimmungsrecht erreicht. Die Palästinenser, denen ist es bis heute verwehrt worden. Wenn du jetzt in Prozenten, das sollte man als Historiker nicht,
aber weil wir ja halbe Journalisten sind, kann man es mal tun. In Prozenten sagen würdest, welchen Anteil hat der Staat Israel und die israelischen Geheimdienste am Zustandekommen und am Gestärktwerden der Hamas? Ja, wenn man die Geschichte der Hamas sich anguckt, die Hamas ist entstanden aus dem palästinensischen Zweig der Moslembrüder. Wir kennen ja die Moslembrüder im Nahen Osten eher als eine reaktionäre Masse. Aber die Hamas musste unter den konkreten Bedingungen der Unterdrückung der Palästinenser auch den Zug annehmen einer nationalen Befreiungsorganisation. Es sind beide Elemente enthalten. Eine soziale, reaktionäre Ausrichtung, wie die Hamas hat. Ja, aber sie hat auch, ist Hoffnung für sehr viele, dass sie der konsequente Arm ist, der für den unabhängigen palästinensischen Staat kämpft. Also ein Januskopf. Ein Januskopf. Und welchen Anteil hatten die israelischen Geheimdienste? Also es ist kein Geheimnis, dass die Hamas aufgebaut wurde mit Hilfe des israelischen Geheimdienstes, um damals Arafat und die weltlichen Kräfte unter den Palästinensern den Boden zu entziehen, zu schwächen. Ja. Und dann so. Ist ja wohl auch kurz vor diesem Überfall ein Teil der israelischen Armee genau von der kritischen Phase der Grenze abgezogen worden, um irgendwelche Siedler wo ganz anderes zu schützen, wenn ich das nicht... Naja, wir bewegen uns ja hier auf einem ziemlich spekulativen Bereich. Also ja. Folgende Fakten kann man festhalten und die sind ja nicht zu bestreiten. Also Netanyahu hat Informationen bekommen vom israelischen Geheimdienst, dass etwas geplant war. So. Ob er alle Details kannte, das weiß man im Moment nicht. Aber ich neige dazu, dass es einen unglaublichen Überraschungseffekt von Seiten der Hamas gegeben hat, aufgrund der Präzision, mit der Hamas diese Aktion durchgeführt hat und aufgrund der etwas rassistischen Arroganz Israels gegenüber den Palästinensern, denen wird ja nichts zugetraut, hat man auch nicht zugetraut, dass diese Aktion mit dieser Wucht kommen wird. Ja, es ist bekannt, dass Grenztruppen vor allem an den Türmen, die dem Gazastreifen blockieren, abgezogen wurden, aber dass die Palästinenser so reingehen in die israelischen Siedlungen, ja, das glaube ich nicht, dass sie das vorhergesehen haben mit ihren Informationen, die sie hatten. Ich habe letztens mit Jürgen Todenhöfer, der gerade noch in Tel Aviv war, telefoniert eine Stunde. Wir sind dann später auch in München gemeinsam aufgetreten und ihm war die ganze Verzweiflung anzuhören, als er sagte, hier prallen zwei Traumata aufeinander. Ein palästinensisches Traumata, was sich über Jahrzehnte aufgebaut hat, und ein Traumata der Israelis, was durch diesen Anfang Oktober geschehenen Überfall geschehen ist. Und beide Seiten kommen aus diesem Traumata und der terroristischen Verkettung nicht raus. Und haben da die israelische Armee zigtausende von Palästinensern hingemetzelt und beruft sich dann immer noch auf Selbstverteidigung in Bezug auf die Hamas. Ist die Hamas, zunächst mal die Frage an dich, der du ja auch Militär in Israel warst, ist die Hamas militärisch zu schlagen? Die Hamas ist militärisch zu schlagen, weil man muss ja über die Größenordnung sprechen. Also der Gazastreifen ist ein Gebiet von gerade mal 360 Quadratkilometer, also kleiner als die Insel Usedom mit 2,3 Millionen Menschen, also völlig ein verdichteter Raum. Und die israelische Armee kann jeden Quadratzentimeter militärisch bearbeiten. Und von daher wird das für die israelische Armee sehr blutig ausgehen. Aber ich zweifle nicht darüber,
dass sie Hamas militärisch in Gazastreifen besiegen wird, es sei denn, es kommt zu einem Waffenstillstand. Aber Hamas hat auch ein ganz anderes Kalkül. Sie gucken ja auch nicht nur auf Gaza, sondern auch auf die Westbank. Und im Moment ist es so, würde in der Westbank zum gegenwärtigen Zeitpunkt Wahlen stattfinden, da wäre die Abbas-Regierung hinweggefegt und die Hamas wäre die stärkste Partei in der Westbank. Insofern hat die Hamas auch eine weitgehend politische Option, als hervorzugehen, als die einzige und hegemoniale Führung der Palästinenser. Könnte aber sagen, Zynismus auf beiden Seiten. Und zwar auch Wahlzynismus auf beiden Seiten, oder? Das ist im Nahen Osten immer Teil der Tagesordnung gewesen. Also der Nahe Osten ist durch zwei Dinge gekennzeichnet. Politik, die bestimmt wird in weiten Teilen von religiösen Irrationalismus und zu gleichen Teil Zynismus bei den Handelnden. Welche Lösung gibt es für die Zwei-Staaten-Variante? Welche Optionen gibt es für ein Israel mit gleichberechtigten Bürgern? Also ich komme mal zurück. Also es wird ja in dieser unsäglichen Solidarität mit dem Kolonialkrieg, den Israel gegen die Palästinenser führt, gesagt, wer den Staat Israel kritisiert, ist Antisemit. So, ich möchte in Erinnerung rufen, dass vor der Gründung des Staates Israel es eine sehr breite innerjüdische Debatte gab von jüdischen Intellektuellen, Liberalen und Linken, die sagten, lass uns jetzt nicht einen partikulären jüdischen Staat bilden, sondern ein gemeinsames binationales Palästina. Führend in dieser Debatte war Buba. Ja, das ist ja hier nicht mehr so weit in Erinnerung. Und der Kern war immer, die Frage war immer, ist die Gründung eines Staates Israel alternativlos für die Selbstbestimmung des jüdischen Volkes? Und wie gesagt, es gab Debatten, die Ein-Staaten-Regelung wollten. So, das Problem ist nur, heute hat das kaum eine Resonanz in der israelischen Bevölkerung. Und wenn man eine Friedenslösung anstrebt in der Region, muss man irgendwie die israelische Bevölkerung mitnehmen. Und das wird sicherlich nicht gehen durch eine Ein-Staaten-Regelung. Und da ist ja auch so viel unklar, wenn es eine Ein-Staaten-Regelung kommt, prallen zwei Welten aufeinander. Die palästinensischen Gebiete, die dritte Welt sind und Israel Teil der OECD, die Palästinenser wären koloniale Ausbeutungsmasse mit billig Arbeitskräfte. Das heißt, die Situation würde sich grundsätzlich nicht verbessern, sozial gesehen für die palästinensische Bevölkerung zunächst in einer Ein-Staaten-Regelung. Ich glaube, nach wie vor ist die bessere Variante zu sagen, zwei Staaten, die sich irgendwie durch Erfahrung aufeinander zubewegen und sich konföderieren und dann letztendlich landen in einen gemeinsamen Staat, weil ist ja heute schon so, Palästina ist wirtschaftlich dermaßen von Israel abhängig. Palästina hat ja nichts, da steht ja keine Fabrik, gar nichts. Ja. Die Jahre der Besatzung haben verhindert, dass es in irgendeiner Form einen Industrialisierungsprozess in den besetzten Gebieten gegeben hat. So, und das heißt, wir haben sowieso schon ein gemeinsames Wirtschaftsgebiet, aber kein gemeinsames soziales Gebiet und schon lange nicht kein Gebiet, wo Demokratie entfaltet werden kann in der Form, dass auch die Palästinenser partizipieren würden. Wir haben ja eher den Charakter, dass so ein
gemeinsamen Staat unter den heutigen Bedingungen einen Apartheid-Charakter tragen würde. So, deshalb muss man eigentlich für eine Zwei-Staaten-Lösung weiterhin kämpfen. Aber das Problem ist, sie wird immer unrealistischer. Also erst einmal wird der Ausgang dieses Krieges und der Verlauf dieses Krieges selbst die Bevölkerung Israel noch weiter nach rechts drücken. Zwar gibt es Proteste, aber die Proteste beziehen sich nicht in der Form, dass sie negieren die Schlachterei, die Israel in Gazastreifen vollführt. So, diese Rechtsentwicklung der israelischen Regierung wird die Agenda einer Zwei-Staaten-Regelung, fürchte ich, vom Tisch wischen. Also wird es kaum möglich sein, dass aus Israel heraus die Impulse für eine Zwei-Staaten-Regelung kommen. Die Palästinenser sind zu schwach. Und wenn irgendwie eine Zwei-Staaten-Regelung noch einen Sinn macht, dann muss es von internationalen Kräften und von internationalen Druck herauskommen. Das würde vielleicht für das Sprechen jetzt letzter Fragenkomplex, Harry, was ich mit Jürgen Todenhöfer besprochen habe, was wir beide auch in München anlässlich der Demonstration gegen die sogenannte Sicherheitskonferenz gesagt haben vor Publikum, das ist eine Art KSZE, also man könnte dann sagen KSZ Nahe Osten geben müsste, wo die internationalen Kräfte und die direkt involvierten Kräfte mit den Anrainerstaaten gemeinsam vertreten sind und den förderhin auch stattfindenden Prozess dann noch überwachen und absichern. Nur an dich als Fachmann, als jemand, der da gelebt hat, der da in der Armee gedient hat, der selber auch die ganze Tradition des Holocaust und der Shoah am eigenen Leib sozusagen in der Generation nach dem Faschismus erlebt und teilweise auch erlitten hat. Könntest du eine solche Variante irgendwo als kleinen Hoffnungsschimmer am Horizont akzeptieren? Also ich glaube, es gibt eine Verantwortung der internationalen Gemeinschaft, in Anführungsstrichen der Begriff internationale Gemeinschaft, gibt eine Verantwortung gegenüber Palästinensern. Also insbesondere der deutsche Staat hat eine Verantwortung gegenüber den Palästinensern. Aus dem einfachen Grund, hätte es nicht die Shoah gegeben, gäbe es heute keinen Staat Israel. Und der Staat Israel ist darauf gegründet worden, dass die Palästinenser massenweise vertrieben wurden oder geflüchtet sind. Ja. Beides war es. Es war Vertreibung und es war Flucht, Angst um ihr Leben, die sie zur Flucht bewogen hat, 48. Ja. So, aus dieser Position heraus muss die internationale Gemeinschaft handeln und irgendeinen Rahmen finden, ein Format, in dem es zu einer Regelung des Problems kommt. Das eine KSZO kann einen Ansatzpunkt bilden, aber es setzt voraus, dass China und Russland mit einbezogen werden. Ohne die wird es keine Lösung in der Region geben. Und die USA. Und die USA. Ja, natürlich auch die USA. Ja. Die Lösung wird auch nur möglich sein, wenn man auch eine Sicherheitsarchitektur für die gesamte Region aufbaut, in der einschließlich auch der Iran mit einbezogen wird. Ja. Weil die Perspektive einer KSZO besteht nicht nur in der Zwei-Staaten-Regelung, sondern auch in der Frage der nuklearen Entwaffnung der Regionen. Mhm. Ja, also Israel ist die einzige Atommacht und damit hat sie ein enormes Erpressungspotenzial gegenüber vielen anderen Ländern, insbesondere gegenüber dem Iran. Und wenn man stabile Verhältnisse schaffen will, die dazu führen, dass auch der Iran die Existenz des Staates Israel anerkennt, ja,
Und das ist ja eine Voraussetzung, damit auch ein palästinensischer Staat entstehen kann. Dann muss der Iran mit einbezogen werden. Also ganz herzlichen Dank, Harry Grünberg. Es war eine, das sage ich jetzt ganz frank und frei, wir kennen uns lange, eine der informativsten Gespräche, die ich zu diesem Thema überhaupt geführt habe. Ganz herzlichen Dank und ich freue mich auf unsere Ausstrahlung und vielleicht bist du ja auch im anschließenden Twitter-Space dann mit dabei. Wir leiten dir das auch weiter. Vielen, vielen Dank, Harry Grünberg, nach Berlin. Okay, vielen Dank auch. Grüße an alle.